Heute haben in Düsseldorf die Impfungen in Einrichtungen der Obdach- und Wohnungslosenhilfe wie hier im Markushaus der Diakonie in Fennhausen begonnen. Dazu stehen 3.955 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson bereit, bei dem nach aktuellem Stand eine einmalige Injektion genügt. Ein Impfangebot wird unter anderem den Beschäftigten und Bewohnern von stationären Wohneinrichtungen und obdachlosen Notunterkünften sowie den obdachlosen Menschen mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße unterbreitet. Die Impfungen können in 31 Einrichtungen durch mobile Impfteams des Impfzentrums angeboten werden. Davon sind 13 Einrichtungen schon für diese Woche eingeplant und terminiert.